Ja, wir wollen jetzt die Voraussetzungen im Satz von P.K. Lindelöf so einschränken, dass sie tatsächlich auch für mehr Aufgaben gültig sind. Und das heißt, wir haben im Grunde genau dieselben Voraussetzungen wie vorhin für den Satz von P.K. Lindelöf. Das heißt also insbesondere, wir haben wieder eine Anfangswertaufgabe. Wir nehmen an, f ist stetig und wir nehmen auch wieder an, f ist Lipschitz stetig im zweiten Argument. Aber diesmal nehmen wir an, dass die Definitionsmenge f nicht mehr im zweiten Argument den kompletten r hoch n enthält. Das heißt, unser d ist von der Form i Kreuz j und j ist jetzt eine kompakte Teilmenge des r hoch n. Okay, wo ist da der Unterschied? Überlegen wir uns das direkt, warum das die Sache grundlegend ändert. Hier unten in dieser Bemerkung steht es schon. Wir hatten uns angeschaut, da die Anfangswertaufgabe y' von t gleich 1 plus y von t zum Quadrat mit y von 0 gleich 0. Und wir haben uns auch schon überlegt, das ist nicht Lipschitz stetig, denn die Ableitung von f nach y, die ist 2y, das ist im Betrag nicht beschränkt. Aber wenn wir jetzt voraussetzen, dass j ist eine kompakte Teilmenge des r hoch n, dann ist natürlich y-Betrag beschränkt und damit ist auch fy im Betrag beschränkt und das würde bedeuten, dass f ist in diesem Fall tatsächlich Lipschitz stetig. Sie werden so ein bisschen ein paar Sie werden so ein bisschen ein paar Bedingungen für lokale Lipschitz-Stetigkeit und so weiter auch noch auf den Übungsblättern nachrechnen. Okay, gut, also J ist jetzt kleiner und jetzt wird die Bedingung interessant, dass wir vorausgesetzt hatten, dass Y0 liegt im Inneren von J. Da es also im Inneren von J liegt, gibt es eine abgeschlossene Umgebung U von Y0, die auch noch ganz in J drin liegt. Und ja, die nennen wir U. Okay, dann definiere ich mal ein Delta als Epsilon durch M und das I0 als eine Teilmenge von I, die nur die Elemente enthält, die nicht weiter weg sind als Delta von A. Das heißt, wenn das I groß genug war, dann ist das jetzt also das Intervall von A minus Delta bis A plus Delta. Und ich definiere mir weiter mein M als das Supremum von allen f und t und y, Betrag von f und t und y auf i Kreuz j, mit anderen Worten, das ist die Supremumsnorm von f. Und da wir vorausgesetzt haben, sowohl i ist ein Intervall, ein endliches Intervall, als auch j ist kompakt, dann ist i Kreuz j auch wieder kompakt. Das heißt, das Supremum ist insbesondere kleiner als unendlich. Okay, das heißt, diese Definition von Delta gleich Epsilon durch M macht Sinn und das ist tatsächlich eine positive Zahl kleiner als unendlich. Okay, ich behaupte, dann besitzt die Anfangswertaufgabe genau eine Lösung auf dem Intervall I0. Okay, wollen wir das beweisen? Zunächst mal, also ich werde den Beweis hier nur führen für n gleich 1. Und schauen wir uns einfach mal die Situation in dem Fall an. Also n gleich 1 und wir nehmen direkt an, j ist ein Intervall um j ist irgendein Intervall um y herum. Das heißt, dass j soll direkt sein, so ein Intervall. Ups, wo ist es? Wo ist meine Maus? Da. So ein Intervall von Alpha bis Beta auf der y-Achse. Im Zweifelsfall kann man sich immer darauf einschränken. Ja, also wir nehmen an, dass i ist hier vorne das Intervall, das j ist das Intervall von Alpha bis Beta und natürlich muss das y hier irgendwo in der Mitte liegen. Okay, oh, wir wollen den Satz von P.K. Lindelöf nutzen, den wir gerade bewiesen haben. Das geht nicht, denn dazu muss der im zweiten Argument, darf hier nicht ein j stehen, sondern muss die Funktion f tatsächlich auf ganz r in dem Fall definiert sein und sie muss stetig und Lipschitz stetig sein. Okay, dazu machen wir eine ganz einfache Konstruktion, nämlich wir setzen einfach die Definition von f, die wir eigentlich nur gegeben haben, hier auf i Kreuz j, also auf dieser Menge, die setzen wir auf i Kreuz r fort. Und zwar tun wir das, indem wir den obersten Wert hier oben einfach weiter nach oben fortsetzen. Ja, das heißt also, wenn nehmen wir mal an, dass
Y hier vorne wäre größer als Alpha. Das heißt also, wir bewegen uns hier vorne in diesem Bereich. Dann definieren wir uns das F-Schlange von T und Y einfach als das F von T und Alpha, also das F an dem oberen Rand. Und hier vorne das F-Schlange von T und Y mit Y kleiner als Beta, einfach als F von T und Beta. Naja, also und auf dem Intervall D selbst setzen wir F-Schlange gleich F, da macht es ja Sinn. Okay, das heißt also ganz einfach, ja, wir haben hier vorne die Definition auf D definiert und wir setzen sie nach oben fort, indem wir den obersten Wert hier vorne einfach nach oben fortsetzen. Okay, dadurch erhalten wir natürlich jetzt eine Funktion F-Schlange und die geht von I kreuz R nach R. Und man sieht sofort, die ist stetig fortgesetzt und oben, die Funktion oben ändert sich ja überhaupt nicht. Das heißt also, die ist sofort auch Lipschitz stetig im zweiten Argument. Das heißt, das F-Schlange ist eine Funktion, die im zweiten Argument auf ganz R definiert ist. Sie ist stetig und sie ist Lipschitz stetig im zweiten Argument. Und das bedeutet, sie erfüllt alle Voraussetzungen des Satzes von Picard-Lindelöf in der Form, in der wir ihn gerade bewiesen haben. Das heißt also, die Anfangswertaufgabe Y' von T gleich F-Schlange von T und Y von T mit Y von A gleich Y0, die hat eine eindeutige Lösung Y-Schlange. Okay, diese Lösung Y, solange das Y-Schlange von T in J liegt, also das heißt also, solange das Y-Schlange von T diesen Bereich hier vorne nicht verlässt, oder das Intervall J nicht verlässt, gilt natürlich, dass Y-Schlange Strich von T ist F-Schlange von T und Y-Schlange von T. Naja, aber wenn das Y-Schlange in J liegt, dann gilt ja F gleich F-Schlange. Das heißt, es gilt dann sogar, dass Y-Schlange Strich von T ist gleich F von T und Y-Schlange von T. Das heißt also, solange das Y-Schlange von T in J ist, ist Y-Schlange auch Lösung der Anfangswertaufgabe. Ja, also solange ich das garantieren kann, bleibt das hier Lösung der Anfangswertaufgabe. Sobald das Y-Schlange nach oben diesen Kasten verlässt, in dem Augenblick ist es nicht mehr notwendig, Lösung der Anfangswertaufgabe, denn dann ist F nicht mehr gleich F-Schlange, beziehungsweise da ist F überhaupt nicht mehr definiert. Okay, gut. Also nehmen wir uns jetzt mal ein T aus unserem I0 vor. Ja, und nochmal zur Erinnerung, I0, das waren die Werte, für die galt das T minus A, die Werte T aus I, für die galt, dass der Betrag von T minus A kleiner gleich Delta war. Und das war Epsilon durch M. Und habe ich überhaupt definiert? Ja, das M war das Supremum. Ja, alles klar. Ja, das Delta war gleich Epsilon durch M und das M war das Supremum von F. Okay, gut, dann rechnen wir mal aus, dass Y-Schlange von T minus Y0, immer wieder meine Maus verloren, da, Y-Schlange von T minus Y0, nun, das Y-Schlange ist Lösung der Anfangswertaufgabe, also löst es die Integralgleichung, die wir hergeleitet haben, das heißt, es gilt Y-Schlange von T gleich Y0 plus Integral A bis T, F von S, Y von S, ds. Okay, das heißt also, wenn ich das Y0 auf die andere Seite bringe und noch Beträge drum mache, dann steht da Y-Schlange von T minus Y0 im Betrag, ist gleich dem Integral von A bis T, Betrag des Integrals A bis T, F von S und Y von S ds. Ja, und wie wir es jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, den Betrag ziehen wir rein. Dann ist das, dann können wir das F von S und Y von S abschätzen durch die Unendlichnorm von F und das war gerade M. Das heißt, das ist kleiner gleich T minus A mal M und nach unserer Definition ist das ist dann und T minus A ist kleiner gleich Epsilon durch M. Das heißt also, das ist kleiner gleich Epsilon. Okay, jetzt war Epsilon aber so gewählt, dass die gesamte Epsilon-Umgebung von Y0 noch ganz in J liegt. Das heißt also, wenn T aus I0 ist, dann gilt tatsächlich auch Y-Schlange von T ist in J, ja, denn der Abstand von Y0 ist kleiner gleich Epsilon. Wir hatten vorausgesetzt, dass die Epsilon-Umgebung in J liegt. So ist richtig. Okay, gut. Also, solange das T nur auf I0 betrachtet wird, ist tatsächlich Y-Schlange eine Lösung der Anfangswertaufgabe und das bedeutet, Y-Schlange ist eine Lösung der Anfangswertaufgabe auf I0. Okay, gut. Das heißt, das gibt uns eine
ein bisschen eingeschränkte Existenzaussage. Es ist jetzt nur noch gesichert, dass es eine lokale Lösung gibt. Es ist nicht mehr gesagt, dass es eine globale Lösung gibt. Und wir können uns hier jetzt so ein bisschen angucken, was dieser Satz eigentlich aussagt. Der Satz sagt aus, oder der Beweis auch, den wir geführt haben, was der eigentlich aussagt, wenn wir hier vorne eine Anfangswertaufgabe haben, die an dieser Stelle gegeben ist, dann kann die Lösung, die wir bekommen, die wir ausrechnen, so einen Bereich hier vorne, so einen Kegel nicht verlassen. Ja? Und solange dieser Kegel ganz in unserer Menge J drin liegt, also in unserer Menge, solange dieser Kegel ganz in der Menge D drin liegt, haben wir tatsächlich auch eine Lösung. Ja, das heißt also, das ist genau die Bedingung, die wir hier vorne gehabt haben. Solange wir sicherstellen können, dass unsere Lösung in dem D bleibt, da die den Kegel nicht verlassen kann, solange der Kegel komplett in D liegt, ist auch diese Lösung, die wir da oben ausgerechnet haben, eine Lösung der Anfangswertaufgabe. Okay, das heißt also, wir können schon mal sagen, was kann denn hier passieren? Warum ist es manchmal, oder was kann denn passieren für die Lösung? Ja, also die Lösung Y-Schlange, die wir ausgerechnet haben, die ist dann keine Lösung mehr, sobald es das D verlässt. Das heißt also, wenn es nach oben verlässt, dann ist sofort Schluss. Ja, dann haben wir keine Lösung, die auf dem ganzen Intervall I existiert, sondern die nur noch auf einem Teilintervall existiert. Ja, wenn die Lösung hier vorne, hier oben rausgeht, dann ist die Lösung halt nur bis dahin möglich. Ja, ab da gibt es nur eine Lösung bis zu diesem Punkt. Es könnte natürlich auch passieren, dass diese Lösung einfach auf der rechten Seite rausgeht. Und in dem Fall hätten wir tatsächlich eine Lösung, die auf dem gesamten Intervall, zumindest mal von hier bis zur rechten Seite definiert ist. Ja, also ich glaube, das war jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber letzten Endes ja, drei Sachen, die man sich hier merken sollte. Erstens, solange der Streifen und solange der Kegel, den wir hier haben, ganz im D liegt, solange ist auch garantiert, dass unser Anfangswertproblem eine Lösung hat, weil die Lösung, diese Y-Schlangenlösung, die wir ausgerechnet haben, diesen Kegel nicht verlassen kann. Und das tatsächliche Existenzintervall für die Lösung, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Y-Schlange geht hier oben raus und dann ist Schluss. Ja, und dann gibt es eine Lösung nur bis zu diesem Punkt. Oder das Y-Schlange geht hier vorne rechts raus und dann existiert tatsächlich die Lösung auf dem gesamten Teilintervall von A bis hier vorne bis zum rechten Rand. Okay, gut, dann das wollen wir jetzt noch für allgemeine Mengen D noch ein bisschen besser hinschreiben.